an die Brassen! Hoido, ihr Landraten und Kielschweine, willkommen zurück hier bei Herrscher der Meere, die große Hafenrundfahrt erreicht Järgern. Oh, nee, nicht Järgern, Entschuldigung, Mendena. Erstmal ist dort eingelaufen. Baumwolle haben wir, glaube ich, an Bord, dass wir die verkaufen können. Nö. Kommt erst auf der nächsten Tour, also werden wir hier einfach alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Proviant auffrischen, Besatzung wieder aufstocken. So, sonst haben wir hier nirgendwo was rumzuliegen. Und dann geht es auf in das Zentrum meines Handelsnetzes, meines Routennetzes hier ab nach Järgern. Ja, da warten ja schon Waren darauf, mitgenommen zu werden auf die nächste große Hafenrundfahrt. Und der Monat ist ja auch gleich vorbei. Schauen wir mal. Ja, da haben wir schon den Monatswechsel. Früher gefürchtet, heute kein besonderes Ereignis. Ja, mal sehen, ob wir über 8 Millionen bleiben im Barkapital. Jo, sieht soweit gut aus. in Kabrabak, eine neue Galeone wurde fertiggestellt. Sehr schön. Wir sind ja gerade dabei, eine dritte Galeonflotte auch noch aufzubauen. Nebelaugen, eine neue Galeone. Und in Pericum eine Korvette. Damit haben wir das Flottenbauprogramm für diesmal abgehakt. Ja, unsere Mission hier nach Veneta zu fahren mit Nahrungsmitteln an Bord. Dürften wir diesen Monat schaffen, das sieht soweit gut aus. Ja, die Fleuten sind unterwegs auf eine neue Tour Richtung hier an die Westküste. Die Galeonen kommen zurück und unsere Korvetten als Kaffeefahrer hier unterwegs auf der Ostroute. Hm? So haben wir das hier organisiert und so läuft das ja erfreulicherweise recht gut. Leider etwas undramatisch alles, was zwar schön für das Gameplay und den Spielfortschritt ist, aber zum Kommentieren im Let's Play ein bisschen undramatisch, ne? Von daher, wenn alles glatt läuft, passiert halt nichts Besonderes. Keine dramatischen Themen. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Aber schauen wir mal, was uns die Mission hier einbringt. Hier waren wir ja wirklich schnell unterwegs nach Veneta mit Nahrungsmitteln. Ja, 75.000 Gold, sehr schön. Nehmen wir doch einfach mal mit. Wichtiger sind aber dann fast noch die Missionspunkte, die wir für so eine erfolgreiche Mission bekommen. Und ja, da wieder mal. So. Ja. So, wenn wir hier gleich wieder aufrüsten. Die Missionsbrücke können wir ruhig hier stehen lassen. Beziehungsweise wir werden sie einfach mal nach Buron schicken. Falls der nächste Startpunkt einer Mission hier in der Osthälfte der Welt liegt. ja, Gameplay ja soweit fließend, ohne große Dramatik. Schön für den Spielfortschritt. Genau, da schauen wir mal, wie das inzwischen aussieht mit den Punkten. 160.000 hatten wir ja beim letzten Mal. Ne, 120.000 hatten wir beim letzten Mal. 137.000 haben wir jetzt. Also schön Fortschritte gemacht. Nicht zuletzt durch Missionen, die wir erfolgreich absolviert haben. Ja, die bringen deutlich Punkte. Waren das, glaube ich, zwei Missionen, die wir jetzt hier noch zusätzlich haben. Aber vorher hatten wir 39.000. Punkte, jetzt 44.000, also 5.000 Punkte alleine mit zwei erfolgreichen Missionen. Pi mal Daumen. Ja, das zeigt einfach, wie wichtig die Missionen hier sind für den Spielfortschritt. Ja. Soweit, so gut. Weiter geht's. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, genau, die Galeonen hier in Charypso. Wir sind eingelaufen, ja, Sir. Tabak und Kaffee werden hier gebraucht und Tabak habe ich an Bord in Mengen. Deswegen werden wir den hier auch gleich mal verkloppen. 8,5 Millionen haben wir jetzt bar in der Kasse. Das wird hoffentlich immer so weiter mehr werden. Genau.
So, Proviant für die nächsten Touren. Dann nehmen wir hier mit, was wir mitnehmen können. Vorzugsweise halt mal Alkohol. Den können wir jetzt nicht zurückpacken, schade. Dann nehmen wir halt mit. Ja, und ein oder zwei der Galeonen werden wir dann hier in Yagan auch wieder ausmustern, ins Lager stellen und gegen eine neue austauschen. Ja, die beschädigten Schiffe, damit die halt den Konvoi nicht unnötig ausbremsen, die Flotte. Aber wir werden hier noch mit denen in Tuzlak vorbeischauen. Zucker und Waffen. Und wir haben weder Zucker noch Waffen dabei. Aber ja, Fälle können wir auch noch abholen. Und dann auf der Rücktour. Nee, halt, wir müssen ja nach Kunshan wegen der Teppiche. Ja, das ist ja so ein Ding. Deswegen, zack. So, ja, auf der Rückfahrt immer in Kunshan vorbei, um die Teppiche abzuliefern. Na, Baumwolle und Zucker dann in Yagan ins Lager packen und auf der Rückfahrt hier in Tuzlak vorbeischauen, Alkohol und Felle mitnehmen. Die wir zwar hier unten schwer loswerden, aber notfalls einfach auch wieder mit zurücknehmen. Zumindest die Felle, um sie dann hier auf der großen Hafentour zu verscheuern. Den Alkohol werden wir hier unterwegs schon irgendwo los. Sieht ja soweit alles ganz gut aus. Ja, auf in den nächsten Monat. Ich freue mich schon auf die nächste Mission und bin gespannt, was uns da für ein Auftrag erwarten wird. Zabat ab, gleich ist es soweit. Na? 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 Hört's was? Jawohl. Ja, ja, kohlemäßig sieht's richtig gut aus. Über 8 Millionen jetzt in Riva. Einige Produktionsstätten wurden durch Piraten zerstört. Oh! Jawohl, hier haben wir wieder Piraten im Spiel. Die haben den Hafen Riva übernommen, angegriffen und dort meine Produktionsstätten zerstört, von denen ich bis jetzt gar nicht wusste, dass ich sie dort hatte. Ja, das heißt, wir haben wieder Möglichkeiten, unsere Kampfflotten einzusetzen. Im Kampf gegen Piraten. Nebelauen, eine neue Brig. Wir kommen schon. Eine neue Fregatte. Unsere Werften also auch fleißig in Yagan. Veraltete Produktionsstätten zerfallen. Ja, das ist halt der Lauf der Dinge. Soweit, so gut. Schauen wir erstmal in Yagan nach den Produktionsstätten. So, da werden wir Fälle. Nochmal Nahrung. Wir machen, verteilen wir es einfach mal gleich. Einmal Fälle, einmal Nahrung produzieren. Und unsere Kampfflotten in Marsch setzen. Oh, denn jetzt gilt es wieder, Piraten zu jagen. So, hier voll aufproviantiert. Leute werden wir für die Marschfahrt erstmal von Bord schicken, ja, damit wir mit dem Proviant schön lange auskommen. So, von Kunshan aus sollten die Jungs es in über 20 Wochen doch nach Kaprabak schaffen. Machen wir erstmal den kurzen Turn hier nach Charybso. Das wird eine Weile dauern, bis wir mit unseren Flotten hier oben angekommen sind. Ja. Aber auch die andere Kampfgruppe werden wir in die Richtung in Marsch setzen. Man weiß ja natürlich nie, was einem da so blüht. Und ich habe dann lieber die zweite Kampfgruppe da in Reserve. Na, die machen jetzt erstmal hier den langen Schlag übers Meer nach Yagan. Oder versuchen wir sie gleich nach Tuzlak zu schicken. Tuzlak soll reicht. Passt, das schaffen sie. Ja. Ach, und eine neue Mission haben wir auch gleich. Und da habe ich in der letzten Folge oder gerade Anfang dieser Folge darüber gesprochen, dass nichts mehr passiert. Halleluja. No. So, wir haben einen Transport mit Gefangenen in Nostria, der nach Dirat geleitet werden muss, um die Männer dort der Zwangsarbeit zuzuführen.
Da diese Arbeitskräfte schon verzweifelt erwartet werden, habt ihr für diesen Geleitschutz nur bis Februar 1553 Zeit. Ein knappes Jahr. Geleitschutz, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich wieder eine eine Fleute eskortieren. Schauen wir uns den Transport mit Gefangenen in Nostria, der nach Triad geleitet werden muss. Jawohl. So, das heißt, Nostria erfreulicherweise unser Hafen und auch schon die Möglichkeit, hier eine neue schnelle Brig neuester Bauart zu erwerben und für diesen Zweck einzusetzen. So, knapp bemannt, damit wir möglichst lange Seeausdauer haben, mit dem Proviant auskommen. Da haben wir die Strafgefangenen, zack, an Bord mit den Jungs. An Verpflegung soll es ihnen jedenfalls nicht mangeln. Ja, und an frischer Seeluft. Ja, es gibt Unangenehmeres. Ja. Man war ja damals nicht zimperlich mit Strafen. Von daher eben zur Zwangsarbeit irgendwohin geschickt zu werden, gab Schlimmeres. Wohin müssen die jetzt? Nochmal geguckt. Nach Dirat. Das ist ja, glaube ich, gar nicht mal so weit weg, wenn ich das hier richtig sehe. Oh, okay. Das sieht also auch wieder nach einer schnellen Mission aus. Wenn uns Piraten keinen Strich durch die Rechnung machen. Ne? Wer weiß, was hier oben noch los ist und rumschwimmt. No? In Hand der Piraten. Riva. Hafen gesperrt. Naja, gut. Ach ja. Los geht's. Ja, da macht die sich hier ganz fix schnell auf den Weg. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. So, genau. In Tuslag die Fleuten. Die werden sich da eindecken mit allem Möglichen, was ich hier schon habe. Schauen wir mal nach den Produktionsstätten. Naja, heute und Alkohol. Also nicht heute und morgen, sondern heute und Alkohol. Brauche ich, glaube ich, hier nicht weiter auszubauen. Das gibt keinen Sinn. Wir werden hier selten genug vorbeifahren. Dass wir hier alles mitnehmen. Einmal verteilen und dann nehmen wir hier Alkohol mit und Felle, damit wir hier das Lager einmal ausgeräumt haben. Und den Rest Platz werden wir hier noch für Proviant verwenden, denn die Fleuten sind ja doch immer noch recht langsam. Es ist einfach der langsamste Schiffstyp. No? Auch wenn meine neuen Fleuten schneller sind als meine alten Fleuten früher. No? Aber die brauchen trotzdem ihre Zeit. Weiter geht's. Ja, da habe ich noch erzählt. Ist nichts los. No? Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, die Missionsbrig kann da einfach in den Hafen einlaufen und auf die nächste Mission warten. Na, schon fertig verprimentiert und alles. Auch hier Mannschaft etwas reduziert, dafür die Seeausdauer erhöht. Weiter geht's. Die große Hafenrundfahrt. Hafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Endlich in Yargan angekommen. Ja, die werden sich jetzt mit allem eindecken, was wir hier für die große Hafenrundfahrt brauchen. Sprich Gewürze. Na, Elfenbein weniger, das werden wir hier direkt in Yargan verkaufen können. Tabak. Gewürze und Tabak. Brauchen wir hier selber. Ja. Also Gewürze, Klamotten und Zucker. Felle und Baumwolle. Ich hätte mir das notieren sollen. Ja. So, das ist die dritte. Das ist das Lager. Ach, Moment mal, die Jungs sind noch gar nicht richtig im Hafen. Die fahren erst noch ein. Na, sowas. So. Wir sind eingelaufen, Sir. Ja. Zack, dann schauen wir mal. Tabak wir nicht an Bord, aber Elfenbein, ne, das können wir natürlich hier direkt verscheuern. Besatzung aufgestockt, Proviant aufgestockt und dann den Kaffee, der kommt ins Lager.
So. Jawohl, da holen wir uns erstmal Klamotten aus dem Lager. Dafür haben wir dann Platz für den Kaffee, um den da reinzupacken. Baumwolle. Und dann haben wir noch hier die andere Galionflotte. Da haben wir noch Baumwolle. Und Zucker. Und dann haben wir ruhig Zucker. Auch da. Gewürze. Na, hier brauchen wir Zucker, genau, den können wir also auch mitnehmen und Felle, die dann schließlich noch in Festum verkauft werden. Also die große Hafenrundfahrt können wir hier richtig vollpacken. Große Hafenrunde. Ja, die kriegt von den Galeonen, nimmt sie sich auch nochmal Zucker mit. Auch haben die noch schön viel Platz hier an Bord. Diese Galeonen sind ja wirklich was Wunderbares. So. Zack. Und hier aus der... Jawohl, da haben wir auch nichts mehr. Dann bedienen wir uns noch mit dem, was wir im Lager haben. Nämlich Felle. Alter Schwede. Ich würde mal sagen, die Klamotten. Die geben wir der dritten Galeonenflotte doch mit. Na, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Können wir hier noch die Felle mitnehmen. Und die große Galeonenflotte nimmt nicht nur Klamotten mit, sondern auch Fleisch. Und dann haben wir hier soweit alles, denke ich mal, versorgt. Ne? Die Lagerflotte schön aus. Geräumt. Jawohl. Die hat halt den Kaffee an Bord. Der wartet auf die nächsten Kaffeefahrer. Das ist doch soweit gut. Große Hafenrunde, Schiffe auch soweit alles in Ordnung. Und hier auch die Schiffe soweit in Ordnung. Sehr schön. Dann können wir die Jungs ja jetzt losschicken. Die große Hafenrunde erstmal wieder nach Merolin und die Galeonen Richtung Süden runter. Und da waren jetzt schon die Fleuten. Die Kampfgruppe ist gerade unterwegs. Na, fahren wir erstmal nach. Komm schon. Ja. Um gegebenenfalls noch einfach mal Krempel hier für die Lagerflotte. Ja. Abzuholen, bevor wir uns auf den Weg nach Süden machen. Die Fleuten sollten wir aber wahrscheinlich überholen, denn die Galeonen dürften trotzdem da schneller sein. Aber in Kumschon haben wir ja noch eine Werft und können uns eine weitere Galeone dazu kaufen und ja, haben diese Folge schon mal wieder leicht überzogen. So ist das. Erst dachte ich, hier passiert nichts mehr und dann ist trotzdem noch jede Menge wieder los, solange dass wir sogar diese Folge ein bisschen überzogen haben. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Öl.